Ich will, dass es auf der Aufnahme ist. Ich will das nicht! Zerstört, Welt, ich will das nicht! Hallo Welt, kannst du mich hören? Die Welt ist viel schöner, als du denkst. So. Hallo zusammen. Hallo! So. Wir haben da ihr ja alle die letzte Folge gesehen habt, genau. Wisst ihr ja, was passiert ist. Mir geht ein bisschen tatsächlich die Düse. Wir haben uns auf einen potenziellen Champ-Kampf vorbereitet. In unserem dritten Anlauf, alle guten Dinge sind natürlich drei, hoffen wir jetzt doch endlich mal auf den Champ zu treffen. Haben Richtig. Unser Team dahingehend modifiziert. Richtig. Genau. Also bei mir ist Kedavra, habe ich jetzt den Expertengut gegeben. Aus Gründen, da wir, wie gesagt, mittlerweile wissen, was Delion für ein Team hat. Und in dem Fall brauche ich einen Skelabra, wo ich die Moves wechseln kann. Und der Expertengurt ersetzt das Weilglas, glaube ich, adäquat. Oh, bei mir hat sich bei Uhafnir trägt weiterhin die Schlaubrille. Das Einzige, es hat jetzt einen Spukball statt dem Drachenpuls. Ich habe eine fette Drachenattacke mit dem Dragon Meteor und beim Spukball kriege ich halt mehr Vielfalt da rein. Genau. Ja. Dann Endynalos trägt jetzt dafür die Staubbrille bzw. das Wahlglas. Einfach um den gedroppten Spezialangriff nochmal zu pushen. Und ja, habe ihm jetzt keine neuen Attacken beigebracht, weil Drachenpuls und Dynamax-Kanone, denke ich, sind auch. Ja, den brauche ich jetzt keinen Draco dafür beibringen, wenn es die Dynamax-Kanone hat. Bei mir trägt es die Offensivweste, weil ich habe halt keinen gedroppten Spezialangriff und ja, was soll ich denn sonst geben? Ich wollte jetzt kein Damage-Boostendes Item geben, weil das ist halt doch irgendwo eine Legende, aber andererseits kämpfen wir 4 gegen 6 und es ist schwierig. Ja, das also ist dann immer... Ja. Boosten wir halt ein bisschen Spätzdev. Ich habe die Lichtkanone beigebracht statt dem Drachenpuls, Vielfalt und so, bla bla. Genau, dann habe ich Duraludon, der hatte den Kingstein. Ich habe ihm jetzt einen Fokuscode gegeben, dass ich auf jeden Fall safe auch einen Draco raushauen könnte oder eben eine der anderen Attacken. Genau. Kommandolith behält den Wahlschal. Dann jetzt vielleicht zuerst angreifen kann, irgendwann mal. Gucken wir mal. Habe ich Body Press beigebracht statt des Body Slams. Body Press funktioniert ja so, dass sich die Stärke nach der. Also, es ist eine Stärke 80, aber ihr seht ja, je höher seine Verteidigung ist, desto mehr Schaden richtet er an. Die physische Verteidigung ist doch gut, möchte ich behaupten. Body Press kann böllern, also. Ja. Genau, und dann habe ich noch Lekyodon mit Offensivweste. Das ist das Einzige, was sich gar nicht geändert hat. Stimmt. Weil da, ja. Stimmt. Ja. Gut. Ja, dann... Mach dich auf zum Finale im Score Stadion. Ja. Dann machen wir uns doch auf zum Finale im Score Stadion. Endlich ist es Zeit für das Finale. Hallo, Fans. Hallöchen, na? Ja. Ich will auch ein Kind von dir. Ich nicht. ich will eigentlich nicht zum Score Stadion. Also es ist halt, ich hab's sonst zu Zotti schon gesagt, es ist jetzt das dritte Mal, dass wir im Finale von der Pokémon-Liga kämpfen haben. Mhm. Feuerrot, Blatt, Grün hatten wir ja einmal, wo wir mit unserem Fun-Team angetreten sind. Da waren wir ja sogar echt gut dabei. Ne? Da haben wir es auch bis zum Champ geschafft. Also, ja, da waren die Hacks am Start. Da waren richtig Hacks am Start. Also, wären die Hacks nicht am Start gewesen, hätten wir es ja sogar mit dem Lauch-Team geschafft. Ja. Das war ja eigentlich der Witz. Richtig. Und dann gegen die anderen Top 4, da war es ja dann keine Überraschung mehr, wo wir dann mit dem richtigen Team angetreten sind. Korrekt. Ja. Ja, aber das hier, das ist jetzt halt, aber wir hatten halt eben 6 Pokémon. Ja. Dafür haben wir diesmal eine Legende entwickelt. Ich wollte schon sagen Team Skull. Aber wie heißen sie? Yell. Yell. Team Yell. Die sind jetzt sogar, die unterstützen uns jetzt sogar. Das ist geil. Ja. Das ist cool. Rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf. Krieg ich dein Autogramm? Ja, Chlor. Kannst du ja auch Chlor gefunden. Ey, ich bin so durch. Byron, hast du noch aufmunternde Worte für mich?
Ja, mit deinem Thronball, ja, ja. Hops, das war. Hoch das Röckchen. Mach Deli und fertig. Ich weiß, du das, das schaffst. Ja, ich will das immer noch nicht. Das Champion, der entscheidende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Ja, danke, dass du mich dran hast. Bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Ja, komm, zieh mir's durch. Jo, zieh bitte dein Röckchen an und begib dich zum Kampfplatz. Ja, Alexander, zieh dein Röckchen an. Ich hab mein Röckchen an. Leon, du bist unser Champ. Los, Pat. So, irgendwelche letzten Worte? Das waren sie. Hast du irgendwelche letzten Worte? Ja, nee, also, okay. was wir auch wissen, wir sind unterlevelt gegenüber den Jungen. Ja. Was nochmal also für den Einsatz von Endenados spricht. Ja. Moin, die Kämpfe sind doch immer. Entschuldigung, zu deutlich. Mal los, Pete. Hier in unserem Kampf, den schicken wir in Rolle hier und einlegen. Oh, weiß auch nicht, wo unser Kampf hält sich, wo auch immer fängt mit. Nur oh, nächstes Rolle mit ihm, wir mit Step Time. Warum habe ich hier keinen Kaffee gemacht? Stimmt. Delir. Ja, jetzt? Kippst du gleich vom Stuhl? Nee, noch sitze ich. Das ist schön. Ja, genau, Durengard, auf dich habe ich gewartet. Er hat seinen Mantel ausgezogen. Ja. Oh mein Gott. So. Gut. Oder auch nicht. Oh, hat einen knackigen Popo, du. Ja, also. So, den Spukball habe ich ja nicht umsonst beigebracht. Ne? Ja, ich gehe auf den Flammenwurf. Oder? Durengard ist doch Stahl, ne? Ja, ja. Ghost Steel. So. Oh, Königsschild. Wow. Zieht ja nichts ab. Ja. Danke dafür. So, was kommt jetzt? Spukball. Okay. Der könnte wehtun. So. Oh, nee, so. Spuckball again. So, jetzt hat Lumi hier zumindest mal Level 62. Das ist schön. So, du hast Durengard auch besiegt. Jawohl. Maxax. Was wollte ich denn gegen Maxax einsetzen? Ah, okay. Ja, da muss jetzt nämlich Egon erhalten. Das Witzige ist halt, er hat ein halbes Drachenteam und ich habe ein Dreiviertel Drachenteam. Maxax. Oh. Setzt da bei dir auf, Maxax. Ja, ich glaube, ich bleib drin und hau einen fetten Draco drauf. Was soll ich tun, wisst ihr, Leute? Was willst du tun? Überbrückung. Ja, gutes. Ja, gefriert auf No Go, ne? Ja, schon. So, Erdbeben. Autsch. Oh, Hugo Egon, du Tier! Also, aha. Wenn der Draco jetzt daneben geht. Aha. Trip. Ja, das war natürlich klar, ne? Na. Also, der Draco sollte reichen. Ja. So. Der wird jetzt wieder auf dem Erdbeben. Der wird jetzt wieder auf dem Erdbeben gehen. Das siehst du dezent beschissen aus dagegen, du hast. Alle vier haben eine Bodenschwäche. Boah, Scheiße. So, Rehonia. Muss ich ganz dringend raus. Was war mein Schlank gegen Rehonia? Ach ja. Also, das ist dann nicht mehr. Ach übrigens, ich lach hier so, ne? Drei meiner vier Mons haben eine Bodenschwäche.
Ja, du hast aber wenigstens eins, was. Saskia Quelle. Der wird weiter auf Erden. Ja, ja. Auf Erdbeben gehen. Völlig, ja, ja, absolut. Ist jetzt halt die Frage, wart mal. 133er Verteidigung, sehr effektiv. 33er Innet. Wie schnell ist ein Maxax? Könnte das eine 133er Innet haben? Ich glaube, so langsam war es. Ja. Maxax ist okay schnell, glaube ich. Weil ich könnte dann immer noch reingehen auf eine Drachenklaue. Das sollte reichen. Ja. Und ich habe ja den Fokusgurt und dafür habe ich eigentlich auch Leckett den Fokusgurt gegeben. Ja. Ja, ich kann jetzt nur auf Leckett gehen und hoffen. Dann wäre allerdings dein Humanoid im Arsch, ne? Schön. Ja, aber ich habe nichts anderes. Kann jetzt nur mit Leckett rein. Und muss dann irgendwann noch gucken, wie ich Hugo Egon heilen kann, weil das brauche ich eigentlich nicht. Ist jetzt mein Body Press. Boah, das macht nichts. Top Genesung. Ja, ja, okay. Wow. Okay. So. Ja, gehe ich jetzt auf den Draco, oder? Hätte ich schon gesagt. Ja, gut, du hast einen Fokus gehabt. Ja. Hätte er so oder so überlebt. Bitte triff. Ja, danke. Bitte reich. Das reicht. Ey, wenn das jetzt nicht gereicht hätte, ne? Ja. Das mach ich so. Das mach ich gegen fucking Rehman, ja. Inteleon. Gegen Inteleon. Ja, da muss ich wieder in Hugo Egon rein und Hugo Egon heilen. Hm. Schon. Oh, ja. Yeah. So. Beutel. Top-Trank Hugo Egon. Ich muss... Präzisionsschuss. Okay, er sollte okay einen Schaden machen. Ja. Ja. So, dann gehen wir jetzt auf den Ladungsstoß. Tränendrüse. Oh, das ist... Kommst du mir mit sowas? Was war das? Physisch oder speziell? Ja, physisch. Und speziell. Ja, gut, aber trotzdem sehr effektiv. Ja, was? Leute, ja, dann wird's halt ein... Oh! Und die Paare. Ja, gut. Gut, jetzt ist halt am Überlegen. Heile ich jetzt nochmal? Nee. Doch, ich muss. Weil der hat noch einen Mon, wo ich Leckett brauche. Also ich muss Leckett heilen. Ja, cool. Was mache ich jetzt? Dann muss ich ja mit der Saskia-Quelle raus. Also ich kann nicht raus. Im Leben nicht. Und was soll ich denn raus? Erdbeben weg, Gestein weg, Erdbeben weg. Gefühlt. Also so leid mir es tut, aber dein Leckett ist halt hin. Ja, dann wart mal. So. Bin ich jetzt schneller als Inteleon? Was hast du für eine Innet? Nee. Ja. Dann, ja okay, warte. Wenn wir schon im Nachteil sind, dann machen wir es wenigstens für uns zu unserem Vorteil. Ich heile jetzt nochmal Inteleon, Hugo Egon. Ja. Und mach Inteleon platt. Ja. Weil dann ist Lecryodon, den Rest sollte ich dann hoffentlich so hinkriegen. Okay? Ja, ja, alles gut.
Ich brauche halt nicht heilen, weil guck dir den Schaden an von einem Erdbeben. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Ladungsschuss, wie du heißt jetzt. Siehst du? Outspeedet immer noch. Nach einer Parade. Ja, gut, 82er innet. Ja. Ich hätte es auch mit dem Energieball probieren können von Skelabra, aber ein Präzisionsschuss und tot. Richtig. So, Lecke, da reicht nochmal ein Level. Jetzt kommt nämlich Katapultra. So, jetzt gehe ich raus. Ja, Katapultra. Hatte ich eigentlich auch Hugo Egon vorgesehen. Aber ich könnte jetzt auch wieder auf Lecke gehen, weil jetzt ist ja der Fokus gut. Der ist ja jetzt wieder aktiv. Ne? Ja, ja. Der hat sich ja nicht verbraucht. Ich könnte natürlich auch mit Endynalos jetzt die Dynamax-Kanone drücken. Du wirst aber speedet. Ja, stimmt. Denke ja, ja Katapultra ist scheiße. Also Katapultra hatte ja über 200 erinnert. Ja, dann gehe ich jetzt auf Lecke. Ja. So. Die Def-Werte von Katapultra sind halt nicht so. Ja. Muss halt hoffen, dass der Draco trifft. Ja. Ja, ja, Draco Go, ne? Spukball. Ja gut, Spukball. Ah ja. Draco Mist. Ist das euer verdammter Ernst? Ja. Ist mit deinem Humanoid gedingens. Ja. Ja, dann. Dein Lektragon war mit Lektragon. Ja, ja, die zwei Fossile waren. Ja, jetzt kann ich halt auch nur noch wieder Lekryodon Hugo Egon wieder heilen. Und Blackett down gehen lassen und du lässt Humanoid down gehen. Alles klar. Kann ich auch endlich mal weitermachen hier. Ja, jetzt ist schon zu spät. Ja, jetzt ist. Los rum. Feuerodem. Ich könnte natürlich jetzt auch mit Skelabra reingehen und einen Spukball. Du wirst auch speedet. Ach, stimmt ja. Ein Spukball von dem Ding reicht. Das konnte das eine Feuerattacke? Nee. Mm-mm. Ja, dann Hugo Egon Go. So. Katapultra, ja. Gefriertrockner Go. Ja. Na, du einen scheiß Flammenwurf. Macht nicht mehr die Hälfte. Ja, der Crit könnte jetzt nur kritisch werden. Dafür sind Crits da, dass sie kritisch werden. Ja. Ja, ich gehe jetzt auch nicht auf Heilen, ich gehe jetzt auch mit vier Trocknung. Ja, ja. Wenn jetzt der Crit kommt, dann ist es so. Ja, dann. Kommt er auch nicht. Sehr geil. Burn? Ja. Ja, aber der Burn. Ja, gut. Ja, Gefriertrockner Go. So. Gut. Gut. Pantifrost kommt bei mir. Dafür habe ich jetzt den Kronleuchter. Lichtkanone. Go. Reich aus. War ich erstmal bei dir? Oh Gott sei Dank. Pantifrost ist übrigens so. Die Entwicklung von Galapantimus, wenn ihr hier seht, ne? Finde ich irgendwie schon super witzig. 80er. Ja, Flammenwurf. Ja, ja. Flammenwurf macht mehr Sinn. Gortrum. Ja. Gortrum. Was will Gortrum mehr machen? Kann ich irgendwas? Hannibal. Ich könnte auch. So. Ah, King Gortrum gehe ich vielleicht nochmal auf Uhafnir. So. Jetzt kommt Flurak. Also wenn jetzt nicht die Zeit für Endynalos ist, ja? Ja. Wann dann? Ja. Ja.
Das Problem ist halt, Ender Nalos kann meines Wissens nach sich ja nicht Dynamaxen. Aber die Dynamax-Kanone... Ich könnte jetzt natürlich auch bei... Jetzt! Also, mach mal anders. Ich warte jetzt erstmal, bis du bei Glurak bist. Dass ich hier dann nicht irgendwie dann mittendrin rauswechseln muss oder so. Ja, ja. Abschlag. Ist das dein Ernst? Du bist ja mies. Geh halt nochmal auf den Ruheort. Ja, schon. Siehst du, der ist wichtig. Du hast mich noch gefragt. Ja, alles gut. Entschuldigung. Ja, hallo. Das war doch kein persönlicher Angriff auf dich selbst. Trommelschläge sind nicht sehr effektiv, Bruder. Yay. So. Und was singt er? Endet. Ich wollte eigentlich flinchen. Das ist jetzt schnell eine Notsituation. Ja gut, das war jetzt irgendwie blöd. Gautrum sollte weg sein. Du kannst mich nicht. Naja. Ist egal. Was hattest du noch? Catapultrin, ja. Catapultrin! Ja, schwierig. Hannibal. John. Aber ist halt Drache, ne? Also ich habe jetzt... Ach so, ja, ja gut, du hättest halt... Ja, aber zumindest zum Undamagen, weil ich brauche meinen Ego nicht mehr. Ja, ja, eben. Deswegen... Und sollte es was von Katapultra überleben, hat sich durchaus bezweifelt. Das ist jetzt halt einfach Chip. Ja. Chip Damage ist bekanntlich guter Damage. Richtig. Dragonklaue. Ich hätte vielleicht Donnerwelle. Die Donnerwelle, die wäre vielleicht auch nur ein Pop auf dem heißen Stein. Weil hättest du wirklich was so krass ausbietet. Ja, also. Ja, Uhafnir. Ja, jetzt. Vielleicht heilt er ja auch. Ja, nee, glaube ich nicht. Wenn er heilt. Ha! Alter, okay, ich nehme alles zurück. Wenn die jetzt gemischt. Ich hätte jetzt gelacht, wenn die gemischt hätte. So, Catapultrin ist paralyzed. Genau. Ja, jetzt kannst du wieder Dragon brauchen. Ja, außer er heilt nochmal. So speedet sogar Hannibal. Speck, Vollfahrer? Das wäre jetzt schon ziemlich. Ja. Okay. Down. Jetzt kann ich nämlich mit den Spruchball von Uhafnir. Ja, ja. Ah ja. Richtig. Mal Uhafnir outspeedet safe. So, Spruchball. Die Animation finde ich auch echt geil. Ja, wobei der mir etwas zu langsam geht. In der letzten Gen hat er noch so BAM! Ja, stimmt. So. Gut. Also du hast... Ich habe noch Lumiere und Ender Nalos und du hast noch Uhafnir und Glurak. Er hat gesagt, ich habe auch Ender Nalos. Ender Nalos, ja. Entschuldigung. Ja, dann gehen wir beide mit Ender Nalos rein, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Go! Weil dein Uhafnir ist halt auch schon ganz schön. Marsch. Dezent. Dezent. Ich hätte das. Alter, ich bin froh, dass ich es so weit geschafft habe. Glurak, grüße dich. Meiner, du wirst gleich groß. So, ja, und du kannst nicht. Ja, Dynamax-Kanone, wa? Go. Und für mich als Glurak, absoluten Glurak-Fan, ist das halt schon. Ja. Es hat zwar ein bisschen Schwabbel, aber es sieht so geil aus. Ja, mei. Hat halt gut gegessen, ne? Jetzt Champ? Ja, eben. Ein paar Eisbier übrigens schon. Gibt's auch mal ein gutes Eisbier zu pären, okay? Boah. Ja, aber da leuchtet die Plotze danach nicht so. Beim Dinnerbrocken. Genau. Dinnerbrocken macht jetzt irgendwie ein bisschen
regiert mich jetzt eher weniger. Ja, der Damage ist aber noch okay. Ja. Ja. Dynamax-Kanone, go! Die sollte ja jetzt gut Druck machen. Oh ja, doch auch. Ja, das doch, das dies gefällt mir. Dann kriegst du noch vom Sandstromschaden, das gefällt mir auch. Ja, dann nochmal Dynamax-Kanone, wa? Richtig. Dynaflora. Wow. Ist jetzt hier mit allem. Ist jetzt mal alles raushauen hier. Bei mir hat er nochmal Dynabrocken gemacht. Ja. Grasfeld. Diesmal zieht es. Ziehen es nicht wir unnötig in die Länge. Ja, richtig. Ja gut, hat am Schluss doch endlich alles geregelt. Ja. Ja gut, aber es war gut, dass wir Endinalos halt wirklich nur gegen seinen Glurak eingesetzt haben. Ja, richtig. Ich hätte es vielleicht, aber dadurch, dass es Dynabrocken hat, hätte ich es wahrscheinlich nicht mit Giga, mit Dynamax überhaupt nie geschafft. Ja. Oder auf mir versucht, Überschaltknall zu lernen. Och ja, was haben wir denn da schon? Spuckball hat seinen Dienst getan. 10.600. Kommt nicht an die Millionen ran, die du kriegst, wenn du die letzte Mission in Büsum schaffst. So. Ich genieße gerade noch die Musi. Ja, kann ich machen. Ich genieße den Blackscreen. Das war jetzt echt so lang, Blackscreen. Okay. Stell dir vor, weißt du gewinnst die Fußball-WM. Sorry, aber ich kann den nicht. Ja, alles gut. Stopp. Hallo Betis. Hallo. Ja, genau, jetzt beginnt nämlich die Legende von Pat. Bam! Zotti. Pat und Zotti. Hey, wo kommt, das ist echt so ein Champ, der hat wirklich so einen tiefsten Bauerndialekt. Keine Sau wird ihn verstehen. Ach, Pokémon Schild hast du gespielt? Ach so. Ja. Ne, was ich nur sagen wollte, wenn du so, danke. Also du gewinnst die Fußball-Weltmeisterschaft, du gewinnst den Super Bowl, stehst als Kapitän gerade bei der Übergabe, stehst da, danke, ja. Danke. Du bist doch so, guckst in die Kamera, tust du verlegen, lächeln und. Hallo. So, Abspann heißt Fazit-Time. Fazit, ja. Fazit zu Galar, Fazit zu Schwert und Schild. Lege er los, ich lasse dir den Vortritt. Vielen Dank. Ja, also, es gab viele Sachen, mit denen ich mich auch erstmal anfreunden müsste, muss ich sagen. Also, gerade jetzt nur mal. Lass mal nur mal das ganze Pokédex, Nationaldex, lass mal alles außen vor. Quappo hat gefehlt. Muss ich schon mal ganz, also ist für mich einfach. Nein. Im Ernst, also ich fand die Story war mir etwas zu seicht. Mhm. Das muss ich sagen. Also da, wenn du solche Spiele wie Schwarz und Weiß 1 und 2 genommen hast, oder Sonne, Mond, oder besser gesagt Usum, da war die Story natürlich etwas ausgefeilter. Da war das mir jetzt etwas einfach zu lahm, sag ich jetzt mal. Ansonsten viele coole neue Pokémon. Man gewöhnt sich ja dann doch immer irgendwie an die Artworks. Also es gibt ja viele Mons, wo man sich am Anfang denkt, okay, also nur mal so Shenlong oder Costoso. Das sind ja alles so, da gewöhnt man sich einfach dran. Zumal, kann man jetzt noch hier mit der Grafik, dass die etwas
die hätte man noch etwas feiner machen können. Also gerade du läufst irgendwo lang und dann ploppt auf einmal vor dir halt Onix auf, wo du denkst so, naja, also die Switch hätte jetzt dann wahrscheinlich doch etwas mehr Rechenleistung. Da könnte man mehr erwarten. Prinzipiell die Naturzone fand ich eigentlich ganz nett. Das System an sich hat mir halt echt gut gefallen. Mit Luft nach oben, sage ich jetzt mal, aber wer weiß, was dann auch mit dem Expansion Pass kommt. Ja, und so im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal, das Spannende in diesem Spiel hat eigentlich eher nicht die fordernden Kämpfe gebracht, sondern eher dann bei uns mal was gestorben ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir dadurch halt jetzt momentan noch anderes gewohnt sind, weil wir nebenbei auch noch Infinite Fusion spielen und das ist halt nochmal ein bisschen fordernder. Ja, und ansonsten im Großen und Ganzen, es war okay, sag ich mal. Also, ich hatte mir schon etwas mehr davon erhofft. Aber es war nicht das schlechteste Pokémon-Game. Und wer weiß, wie es mit, wie gesagt, mit dem Expansion Pass wird. Ja, habe ich was vergessen? Also, ich bin in der Zwischenzeit nicht eingeschlafen. Ich bin noch da. Hallo? Ja, hallo. Kann dir eigentlich so weit in allem zustimmen. Ich habe es ja von Anfang an und immer wieder mal gesagt, das Potenzial der Switch ist einfach nicht genutzt und ich hoffe, entweder mit dem Erweiterungspass oder mit nachfolgenden Spielen, dass das Potenzial der Switch genutzt wird. Ich hoffe immer noch, einfach auch wegen der Switch und sowas, auf ein Remake von Pokémon Snap, das wäre übergut. Das wäre so toll. Aber egal, Fazit hier. Naturzone, ich habe ja ein bisschen, bin ja ein bisschen mehr abgegangen wie du. Mir ist ja, auch aufgefallen. Da muss ich dich nur kurz unterbrechen, muss man dazu sagen, dass ich einfach mit den Raids, die sind ganz nett, aber das ist jetzt ja nicht so ganz meins. Danke an alle, auch schön. Ja, das kann man auch nehmen. Ja, ich habe ja auch, mir ist aufgefallen, irgendwie 70 Spielstunden mehr als du oder so. Die habe ich tatsächlich zu 99% nur in der Natur. Ja, nee. Zu 90% nur in der Naturzone verbracht. Der Rest war Shiny Micro Versuch Hand. Hab's bis jetzt noch nicht bei über 3.500 Encountern. Auf jeden Fall. soweit. Pad nichts hinzuzufügen. Wir hoffen jetzt einfach mal, gucken, was in dem Expansion Pass kommt. Ich sehe es genauso, die Story war. Schwierig. Mehr oder weniger ein bisschen dahin geklatscht. Gefühlt. Aber. Mir hat es mit den Raids auf jeden Fall. Beweg mal kurz deinen Stick, bitte. Entschuldigung. Ja. Mir gefällt es mit den Raids auf jeden Fall sehr gut. Die Events und sowas ist super cool. Was ich immer noch schade finde, ist Competitive, dass sie das einfach so eingegrenzt haben. Richtig, ja. Ja. Vielleicht wird das beim Expansion Pass auch wieder anders. Schauen wir mal. Der übrigens Ende Juni. Bis jetzt, Stand jetzt, Ende Juni aufschlagen wird, dem wir uns natürlich widmen werden. Hoffentlich auch zeitnah Ende Juni. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir pünktlich damit loslegen. Wir haben ihn bei uns beide heute gekauft. Also wir werden es definitiv zur Verfügung haben. Und ja, also Fazit, wie gesagt, es ist ein gutes bis sehr gutes Spiel. Hat Spaß gemacht, aber überragend ist anders. Ja, und ich sage jetzt mal, der Spaß, der kam jetzt auch eher, den haben wir uns gemacht. Ja, genau. Also, ich sage jetzt mal wirklich, das für mich Spannendste war jetzt wirklich eigentlich der Kampf gegen Delian. Das war jetzt wirklich für mich das. Dafür ist halt einige, das andere zu weit weg. Ja, es ist halt auch. Klar, dass wir dann eben diese große Aufnahmepause hatten, klar, das ist blöd, aber ja, ging halt nicht anders. Richtig. Und passiert. Richtig. Ja, genau. Was kommt da denn? Ich hab auf A gedrückt. Wow. So, wo ist jetzt hier meine Trophäe? Meine Trophäe! Meine Trophy. Also, wir werden
Ich mache das, was ich immer mache. Ich trigger Events. Du hast es geschafft. Du bist der neue Kamp. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich zur Feier deines Titels. Meisterball? Ah, Meisterball! Wobei, das finde ich wiederum cool. Weil du hast den sonst immer so gefühlt hinterhergeschmissen gekriegt. Aber hier, hey, du bist Champ, jetzt bist du würdig, hier nimm den Meisterball. Richtig, ja. Oh, Professor Magnolica, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Das ist bestimmt für Sie, dauert das Stunden. So, der hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Mondsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endynalos. Als Endynalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Zoddy und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Zoddy, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Und lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Wie deinen Weg stellt dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist. Wirst du erkennen, wenn der Tag gekommen ist. Ja, gleich nach den Sternen, du bist bereit. Professor Magnolica hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Punkt, Punkt, Punkt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Das war's. Hast du sonst noch was zu sagen, Mutti? Den Meisterball kann man doch garantiert jedes Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Sofort. Irgendwann kriegst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Oh ja. Kapador. So, oh ja. Shiny Kapador. So, wo ist jetzt hier meine Trophy? Trophy. Also, was ich eigentlich sagen wollte, nachdem ich so rüde unterbrochen wurde: Bertuk verlässt dieses Haus nicht. Nein. Falls es irgendwie, da weiß ich tatsächlich gar nicht, irgendeine Art von Afterstory gibt, werden wir die bringen. Ansonsten, wir haben die Soulink Nuzlocke geschafft mit Erreichen des, beziehungsweise Besiegen des Schrams. Ja. Wir werden offscreen, haben wir jetzt gesagt, den Pokédex vervollständigen. Genau, wir werden dann nochmal, die paar Sachen, wo man dann halt eben am Ende noch kriegt, wenn man Pokédex vervollständigt hat, wenn man Champ geworden ist, gibt ja auch immer noch ein paar Kleinigkeiten. Die Legis fangen werden wir auch. Ja. Ja. Genau. Wie wir das dann in Art von Video bringen, gucken wir mal. Ja, das ist dann. Ja. Ah, ich habe tatsächlich schon eine Idee. Oh. Ja. So, ich stelle jetzt mich hier genau in die Mitte dieses Pokéballs. Jawohl. Ja. Dann hoffen wir, euch hat dieses Let's Play gefallen. Danke fürs Einschalten, fürs Kommentieren, für die Unterstützung. Merci. Okay. Ja, und dann schauen wir mal. Also es wird, wie gesagt, noch eine Folge kommen, wie lang oder kurz sie dann wird. Schauen wir mal. Ja, eben, und definitiv. Also, ob es auch eine bleibt, wissen wir nicht. Wie gesagt, ich hab zu der Afterstory keine Ahnung. Mich ebenso wenig, von dem her. Ja. Sehen wir ja. Gucken wir mal und dann. Sehen wir schon. Jetzt hören wir aber auf, diese Folge unnötig noch weiter in die Länge zu ziehen. Doch, 38 Minuten. Pff. Ja, das geht ja. EZ. Gut. Also, Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann tschüss. Und vielleicht sehen wir uns ja bei einem anderen Projekt wieder. Dum. Also, tschüss, ne? Tschüss.